Übel, bräunig, bitte alles zerlegen. 60 Dinge sind markiert. Flop! Und wir können wieder loslegen. Wir wollen verbessern. Allen voran natürlich das neue Scharfschützengewehr. Ungeachtet, ob es was taugt oder nicht. Toi, toi, toi. Seltenheit verbessern. Haben wir genug Titan? Nein. Schade. Echt sehr, sehr schade. Macht aber nichts. Explosion ist in Ordnung. Attribute erhöhen? Ja. Lebensentzug? Schaden auf kurze Distanz? Auch eher, naja, nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Ne? Schaden auf kurze Distanz. Na dann eben doch. Lebensentzug? Ja. Okay. Toi, 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 ne? Das wird halt so eine kleine Vampirwaffe, wie die legendären Vampirwaffen bei Fallout 76, falls man das kennt, dieses Spiel. Okay, ist in Ordnung. To the max, weil es so vielversprechend ist und weil es grün ist. Ausrüstung modifizieren, nein, Explosion ist schon optimal. Variante austauschen, eher weniger. Einzelschuss ist immer noch das allerbeste, zumindest für mich. 520 Schaden, ey. Ich werd nicht mehr. Klasse. Und unsere neue Explo-Flinte. Wir haben keine 50 Titan. Wir können höchstens Attribute erhöhen. Kritischer Schaden. Yay, komm, gib alles. Heilung erhalten. Ja, komm. Ist auch gut, ne? Ist ja nichts anderes da, ne? Modifizieren, nein. Variante austauschen, auch nicht. Stufe, ja, Stufe können wir erhöhen. Wow, 1400 Waffenstärke, klasse. Revolver ist mir egal. Unser rotes Scharfschützengewehr lassen wir erstmal liegen. Der Helm, Seltenheit geht nicht. Wir haben keine 50 Titan, bleibt dabei. Attribute erhöhen, ja, maximales Leben. Naja, warum nicht, ne? Ist ein schöner Helm. Dann können wir den erstmal ein bisschen weiter ausführen. Modifizieren braucht man nicht, Stufe erhöhen. Mit Leder, klasse. Beim Mantelchen das gleiche in grün. Anomaliekraft, nice. Wir werden noch stärker. Und Stufenaufstieg. Oh, mehrfach sogar. Hätte man das hier auch mehrfach ausführen können? Nein. Aktuelle Max-Stufe. Attribute erhöhen. Anomaliekraft. Abklingzeit. Zack. Und der Stufenaufstieg. Klack, klack, klack. Handschuhe. Genau. Wir haben keine Splitter mehr, glaube ich. Zumindest nicht für die Attribute. Ist aber nicht so wild. Dann machen wir nur den Stufenaufstieg. Bis zum Max-Level. Und bei den Schuhen, da müssen wir mal gucken. Attribut Nummer 1. Nee, Quatsch. Wie heißt das? Doch, Attribut. Naja, nicht Attribut, sondern Perk Nummer 1 bleibt das Gefriergeschütz. Aber Perk Nummer 2 hier. Können wir den nicht auch austauschen vielleicht? Das wäre dann der hier, ne? Den könnten wir austauschen. Genau, Bluttank. Wenn du Gegner in kurzer Distanz kritisch triffst, wären sie von Blutung... Nee, ist mir zu spezifisch. Wenn ich da schon drei Sachen gleichzeitig korrekt ausführen muss, das kriege ich so nebenbei gar nicht auf die Kette. Ist vielleicht total mächtig und so, aber nein, es reicht. Danke, Sahidi, aber ich muss jetzt mit Jakob sprechen. Jakob, pack die Sachen ein, wir müssen zurück nach Trenchtown. Denn da wartet einiges auf uns, unter anderem, oh, auch eine Nebenmission. Und dann müssten wir sowieso nochmal alle anderen Ortschaften abfahren. Hier gibt es ein Attentat und hier gibt es ein Attentat und hier wäre sogar noch eine Jagd. Aber erstmal zurück nach Trenchtown. Hier gibt es nämlich noch eine Schlacht zu schlagen, der wir uns verpflichtet haben. Wobei, warte mal, erstmal kurz zum Händler. Haben wir vielleicht genug Schrott für die epischen Waffen, die er im Angebot hat? Für das Scharfschützengewehr vielleicht? Nein, wir haben nur 10.000. Wir hätten mehr Kram verkaufen sollen, aber auch nur, wenn wir das Gewehr unbedingt bräuchten. Aber wir haben schon echt okay Waffen, doch, doch. Wir kommen zurecht. Wo ist denn hier bitte die Front? Wo ist die Front? Hier lang, okay. Und dann, ach genau, hier war ja noch eine extra Tür. Wir können loslegen, ne? Ich gehe voran. Wie, ich muss das Tor auch aufschrauben? Was für eine Frechheit. Der endlose Krieg.
Da wollen wir mal hoffen, dass der nicht wirklich endlos ist. Gibt's hier noch Kram zum Mitnehmen? Eine sehr bedrückende Atmosphäre. Wir werden das Kind schon schaukeln. Oh, sieht das hier wieder düster aus? Na, geheime Geheimkiste hier vielleicht? Nein, ich komme hier gar nicht weiter. Hier vielleicht? Nein. Hier auch nicht. Ich komme gleich, ich will erst gucken. Ne, hier gibt's nichts zu gucken. Das Schlachtfeld betreten. Okay, noch eine Ladesequenz. Nein, eine coole Videosequenz. Werden wir siegen! Independence Day! Ein großer, neuer Champion kämpft mit uns. Zusammen werden wir sie zerficken! Wie bitte? Was? Was war das gerade bitte? In alle Löcher. Nein, Quatsch. Hey. Und schon geht's los. Das Outriders Pendant zur Landung an der Normandie. So, den Grün muss ich beschützen, ne? Gehe ich mal ganz stark davon aus. Vorwärts, 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 ihr Hunde, oder wollt ihr etwa ewig leben? Geschützi geht voran. Wir folgen alle Geschützi. Hier geht's da richtig, richtig ab. Neues Visier. Und der erste Schuss hat gesessen. Ist ein gutes Zeichen für ein Scharfschützengewehr. Na, hey. Aber hin und wieder muss man auch mal daneben schießen. Dann freut man sich umso mehr, wenn man mal wieder trifft. Alles grün, alles grün. Zack, zack, zack. Wir haben jetzt aber nicht die krasse Distanz mit dem Scharfschützengewehr, ne? Kann das sein? Das Visier? Lässt sich das zoomen oder so? Ja, tatsächlich. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt viel besser. Ja doch, jetzt ist wirklich viel besser. Blut einsammeln. Vorrücken. Boah, hallo, hallo, hallo. Jupp, ist in Ordnung. Zur nächsten Deckung. Wow. Wo will der denn hin? Kann er vergessen. Na? Aber wenn wir gezoomt haben, dann bewegt sich das Visier langsamer. Ja, tatsächlich. Doch, ist wirklich so. Da bin ich überhaupt nicht drauf eingestellt. Geschütze jetzt! Boah, wie schnell die neue automatische Schrotflinte schießt. Ich bin fast tot. Und das gegen Standardgegner. Ich komme in den Graben. Bin schon hier. Ja, darauf muss man sich erstmal einstellen. Ich lasse den normalen Zoom an. Spielt sich irgendwie anders gerade. Das Scharfschützengewehr ist vielleicht nur eine Gewöhnungssache. Ein Glück haben wir das andere nicht weggeschmissen. Wow, richtige Grabenkämpfe hier. Was für eine Überraschung. Kommen Sie? Von wo? Oh, nein, nein, nein. So nicht, Mann. Automatische Schrotflinte. Mehr habe ich nicht für euch. Durchladen. Zack. Weggefetzt hinter mir. Hey, wo kommen die denn bitte her? Nein, 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 nein. Manchmal geht die Sprungattacke daneben. Ich muss hier die Seite absichern. Und dann mich um den Brecher kümmern. Hier steht noch einer. Der könnte meinen Jungs hier zur Gefahr werden. Loot einsammeln. Liegt bestimmt schon eine ganze Menge rum. Mach doch mal den hier, Karl. Den hier. Bleib doch mal stehen. Musst du mir gerade durch die Latichte laufen? Überraschung. Waffenwechsel. Zack, zack, zack. Geschütze ist schon wieder in meiner Tasche. Nee, ist es nicht. Wir können es nur neu positionieren. Auch nicht schlecht. Oh, weg hier. Geschütze wieder raus. Frieden ein. Und ihn auch. Geschütze, du bist so Gold wert. In Ordnung. Ja, genau. Haben wir hier alle? Ich glaube, wir müssen vorrücken. Ich glaube, hier kommen unendlich viele Gegner oder so. Rollen. Du musst aufhören zu brennen. Rücke vor zum Baumstumpf. Geschütze, so weit wie möglich. Es spielt sich wirklich ungewohnt, das Scharfschützengewehr. Ich bleib noch eine Sekunde dabei. Aber es ist irgendwie ein bisschen schwerfälliger. Auch wenn ich das jetzt nicht so richtig verstehen kann. Rollen!
immer schön aufhören zu brennen. Da kommen die nächsten Nahkämpfer. Oh, der merkt das richtig, wenn wir den anvisieren. Der merkt das jedes Mal. Na. Weg, weg, weg. Geschütz sie ganz kurz direkt vor mir, bitte. Peiniger. Einfach nur mal so. Da kommen schon die Dicken. Ist noch in Ordnung. Ist noch in Ordnung. Vielleicht die Dicken mal ein bisschen unter Dauerfeuer nehmen. Wir sind ja quasi fast unverwundbar, wenn wir die Minigun draußen haben, weil wir die ganze Zeit heilen. Oh, 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 oh. Ist in Ordnung. Zack. Hinter dem Baumstumpf. Oh, oh. Weg, 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 weg. Oh, wo können wir denn hin? Hier hin können wir. Nicht mehr brennen, bitte. Peiniger, ich hoffe, der schafft das auf die Distanz. Na, irgendwas wird er schon treffen. Geschütze, du bist so Goldbär. Du frierst sie alle ein. Ja, aber Wumms hat es ja. Muss ich schon zugeben, aber es spielt sich halt wie, als ob es eine leichte Verzögerung hätte. Ich werde mal just in time kurz zum anderen Scharfschützengewehr zurückwechseln. Der direkte Vergleich, der muss jetzt hierher. Ja, irgendwie ist das ein anderer Schnack. Blut einsammeln. Renn nach vorne. Renne. Ih. Deckung. Vielleicht ein bisschen freikämpfen und dann Munition auffüllen. Denn da drüben ist gleich eine Kiste. Wir dürfen uns hier nicht festhaken lassen. Waffenwechsel. Das muss schneller gehen. Aua, aua, aua. Peiniger, Peiniger. Irgendwie. Durchladen. Wie, haben wir keine Muni mehr? Für die Flinte tatsächlich nicht. Da ein Glück ist hier gleich eine Munikiste. Oh Gott. Minigun. Nee, Bazooka. Soll mir recht sein. Wow, das ging jetzt ein bisschen zu hektisch. Wo ist der Scharfschütze? Schande, 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 Schande. Ah, Aufklärer. Der ist es. Geschütze sie nach vorne. Kurz Munition aufheben. Das geht ja ganz, ganz schnell. Raketenangriff. Wir müssen weiter voran. Hier muss doch irgendwo eine Lücke sein. Nehmen wir doch einfach die hier. Ist in Ordnung. Na, na! Stehen bleiben! Du Ratte, du. Da ist er verschwunden. Da drüben sind noch ein paar. Wir können hier rein. Jupp, hier rein. Deckung. Hey, was ist mit dem los? Das war ein Kopftreffer, Mann. Aua. Verdammter Scharfschütze. Er hier, ne? Ja, er ist es. Er ist es. Geschütz ihn nach vorne. So ablenken. Oh, 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 oh. Deckung. Ich glaube, hier sollten wir so ein bisschen geschützter sein vor dem Scharfschützen. Aber wir können auch hier niemanden treffen. Das ist auch irgendwie ungünstig. Den hier vielleicht noch. Eventuell. Jupp, danke. Danke. Verdammter Grenadier. Wie du mir so Grenadier. Geschütz sie nach vorne wieder. Ist in Ordnung. Ja, da kannst du gerne deine Raketen hinschicken. Oder deine Bomben. Ich sehe nichts. Wir müssen weiter. Aber das kann man wieder zerschießen. Zack. Na klar. Wir bleiben in Bewegung. Alles im grünen Bereich. Ja, guckt lieber Feuer. Nicht, dass euch was passiert, wenn ihr richtig rausgeht. Scharfschütze, 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 Scharfschütze. Wir schützen sie nach vorne. Schande. Schande! Ich will deinen Kopf doch einfach nur zerplatzen sehen. Aufklärer ist eingefroren, ist zerborsten. Wie altes Porzellan. Noch ein Aufklärer.
komm rüber zu dir. Was war denn das bitte? Das war ich nicht, das muss Geschütze gewesen sein. Aufklärer. Mieser Aufklärer. Ich glaube, wir haben es gleich, ne? Und das habt ihr nicht alleine hinbekommen? Money, money, money. Danke. Wow. Wow, wow, wow. Was für eine Action hier am Abend. Na, achso, du bist so ein ganz dicker, ne? Du schützt ja auch hier hin. Und dann mit der automatischen Flinte. Einäscherer. Nein, 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 wir werden dich einäschern. Genau so. Da kommt noch ein Einäscherer. Geschützi, Geschützi. Frieren ein, frieren ein. Meine Güte. Einfach hier rüber, oder? Dann haben wir es. Bunker angreifen. Jupp. Gerne. Na los, Bewegung! Hände hoch! Los, los! Das war ein Kinderspiel! Küsst du den Schrott immer noch, Coleman? Ey, wenigstens küsse ich dem Sergeant nicht den Hintern. Gib mal her, was ist das überhaupt? Ist aus der alten Welt. Du verstehst das nicht. Du kannst ja nicht mal lesen. Du kannst ja nicht mal lesen. Oh. Naja. No mercy. Die hätten auch keine Gnade mit uns. Oh. Oh oh. Das ist der andere Veränderte. Da ist er. Den kennen wir aus der Sequenz, genau in dem Labor. Da ist er. Ein Neuling. Willst du? Das ist der Bruder von Gauss. Vielleicht. Nicht gelang. Ich bekämpfe nicht dich. Oh, jetzt schon. Du kämpfst mit ihnen, also stirbst du auch mit ihnen. Nein, nein, nein. Warte mal, der wurde doch bestimmt jetzt gerade nicht umsonst angezeigt, der komische Typ hinten dran. Vielleicht müssen wir den bekämpfen. Oh, oh, einfrieren werden wir den wahrscheinlich nicht so gut können. Unterbrechen, immer schön unterbrechen. Panzerfaust, oh Gott, wir brauchen Energie. Oh, 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 oh. Aber wir ziehen ihm trotzdem Energie ab, das ist gut. Aber das ist ganz klar ein Fall für die automatische Schrotflint. Oh mein Gott, Feuersturm ohne Ende. Hier liegt Muni rum, aber wir haben null Deckung. Wirklich, wir haben null Deckung. Und boom! Weg. Vergiss es. Feuersturm ausweichen. Nicht in die Bereiche reinlaufen. Hey! Boah, überall brennt. Überall brennt. Jetzt kann ich ihn voll unter Beschuss nehmen. Weg, weg, weg. Na ja, vielleicht nicht voll unter Beschuss. So halb voll. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schon wieder keine Muni mehr. Was soll denn das? Schnell nachladen. Auf. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das ist schon so ein richtiger Endboss. Und den müssen wir auch als solchen ernst nehmen. Geschützi, Peiniger. Alles, was wir haben. Wir feuern aus allen Rohren. Waffenwechsel. Automatische Flinte, schön zwischen den Kreisen zirkeln. Feuersturm, jupp, einmal durch. Rollen, wir brennen. Geschütze neu platzieren, mittendrin im Kreis. Weg. Na, 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 du wirst doch wohl nicht. Weg. Peiniger. Bleib stehen, Mann. Schande, meine Muni ist schon wieder alle. Das ist die Krux von dieser Flinte, die verschießt. Oh, einfach mal zu viel und zu schnell. Munition.
Wir kommen ja wieder. Ist okay, Mann. Wo ist er denn nun hin? Da hinten. Was willst du denn da hinten, Mann? Oh, oh, oh. Minigun, aufladen. Macht sich ganz gut hier mit der Minigun. Schön wieder die Energie aufladen. Wir sind nahezu unverwundbar, wenn wir die Minigun draußen haben. Aber nur nahezu, ne? Waffenwechsel, wegspringen, 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 Mann. Cool, sehr schön. Peiniger, Peiniger, jetzt. Ich hab so krass auf V gedrückt. So ein hartes Delay. Weg. Aua, 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 aua. Aufladen, aufladen. Vorsichtig, Feuersturm. Der absoluten Hölle. Ist okay, noch geht's. Wir schützen sie gleich neu platzieren. Weg. Schütze sie platzieren. Na hey, hör auf, Geschütze zu malträtieren. Du mieser Lump, du. Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er buggy. Ausnutzen. Peiniger. Munition auffüllen. Wir müssen schön nah dranbleiben. Munition auffüllen, habe ich gesagt. Minigun wieder rausholen. Yay! Gib ihm! Gib ihm! Zack, Geschütze platzieren. Oh, wir haben's, ne? Looks like we made it. Sehr schön. Wow. Mein lieber Scholli. Das war schon nicht leicht, ne? Nicht super schwer, aber auch nicht leicht. Leicht ist was anderes. Penetrant. Ja. Penetrant ist mein zweiter Vorname. Wird untergehen. Und was bleibt dann übrig? Ohne uns?